ich habe in den letzten Jahren ein System kennengelernt, was mir immer wieder unheimlich hilft, meinen Alltag anders zu reflektieren, mich darin anders zu finden und schneller in den Frieden mit einer Situation zu kommen, selbst wenn mich erstmal was antriggert. Und die Rede ist von Spiral Dynamics. Und vielleicht hast du schon davon gehört, das hat ein Graves in den 70ern entwickelt, ein Beck und ein Coven haben das weiter verfeinert, haben sogar Regierungen beraten und also selbst im großen Stil wird mit diesem System verfahren, aber bis in die Gesellschaft hat sich das noch wenig fortgesetzt und das finde ich schade. Eigentlich müsste es ein Schulfach dazu geben, weil ich finde, diese Strategie im Kopf zu haben, wie unser Bewusstsein funktioniert, wie wir uns durch unsere Bewusstseinsstufen durchentwickelt, hat so ein riesiges Potenzial, Frieden zu schaffen. Die Männer haben das in 7 bzw. 8 verschiedene Bewusstseinsgrade eingeteilt. Mittlerweile ist man sogar dabei, eine 9. Bewusstseinsebene noch zu eröffnen. Kommen dann später noch zurück, was die noch machen, warum das so ist. Aber erstmal geht es uns primär um die ersten 8 Ebenen, mit denen wir uns heute schon auseinandersetzen können. Also sprich, wir reden von einer ersten Grundordnung und die geht bis zur 6. Ebene. Und ab der 7. Ebene reden wir von einer 2. Grundordnung, also ein 2. Paradigma. Das ist also wie eine Schallmauer, die dort eingebaut ist. Und du wirst auch gleich in den Erklärungen sehen, wenn wir ins Detail reingehen, wie das genau funktioniert, warum das so wichtig ist für dich und warum es auch wichtig ist, alle Ebenen mitzunehmen, weil es ist so ein Vergleich möglich wie in einer im Schulsystem. Du wirst irgendwann eingeschult und dieses Einschulen kannst du vergleichen, dass du hier auf diesem Planeten geboren wirst. Du schlüpfst also in diesen Körper, in diese Rolle, die du da hast und fängst an, diese Persönlichkeit auszuprägen. Und jetzt gibt es also verschiedene Entwicklungsstufen, die du mit dir machen musst, unabhängig von deiner Schulbildung, unabhängig von deiner kognitiven Bildung, wo es einfach darum geht, bestimmte Erfahrungen zu sammeln und damit in Frieden zu kommen, die auch intensiv durchzureifen, damit du aufbauend auf dieser gemachten Erfahrung in die nächste Klassenstufe rutschen kannst. Und genau wie das in der Schule ist, fällt uns natürlich auf die Füße, wenn wir irgendwo Defizite haben, die wir einfach überspringen. Und ganz oft tun wir das als Menschheit, deswegen stolpern wir dann auch so gern, wo uns auf einmal in Beziehung, gerade wo es dann richtig ans Eingemachte geht, also ich rede jetzt von Beziehungen, die wirklich hier im Herz landen. Und du kennst es auch, es gibt so Beziehungen und Beziehungen. Die eine ist so, ja, treffe ich mich, habe ich einen netten Abend miteinander, das ist, da kann ich schön rumposen und erzählen, was hast du, was habe ich, und dann ranken wir uns dort schön gegenseitig aus und es ist vielleicht amüsant. Aber dann gibt es auch die Beziehungen, die wirklich richtig tief gehen, wo wir merken so, boah, das triggert und erwischt nochmal eine ganz andere, eine viel tiefere Ebene von uns, als das andere Beziehungen können. Also meistens unsere partnerschaftlichen Beziehungen oder Beziehungen zu unseren Eltern bzw. Kindern. Und das sind eigentlich für uns die Richtwerte, an denen wir uns immer messen müssen, wo wir merken, haben wir wirklich diese Unterrichtseinheit, diese Schulklasse schon richtig satt integriert oder haben wir da irgendwie noch Hänger, weil zu gern gehen wir so in diesem plakativen äußeren Schein, wo wir die coolen Überblickstypen sind, die so alles im Griff haben und die also überall noch einen Spruch dazu wissen. Und wenn wir aber dann in unseren internen, heimlichen, wirklich tiefen Beziehungen sind, dann ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hast du da auch manchmal die Situation, dass du ausrasten könntest, dass du brüllen könntest, dass dir zum Schreien ist, zum Wegrennen oder dass du merkst, boah, ich muss da irgendwas niederringen, weil da irgendein Gefühl hochkommt, mit dem ich nicht ganz okay bin. Also, dass ich nicht mag, dass ich vielleicht als Kind schon gehasst habe und ich jetzt alles tue, um das irgendwie wegzubekommen. Und da du vielleicht schon gemerkt hast, dass die Strategie des Wegmachens nicht so einfach funktioniert. Du kannst unter den Teppich, ne, das ist schön, dieses Drunterkehren, du kannst die Kartoffel da drunter stecken. Du wirst sie dann nicht mehr sehen, aber du wirst immer wieder diese Stolperfalle haben. Und also wie in einem bekannten Film, dass du also immer wieder dann über das Eisbärenfeld stolpern, wenn diese Schwelle noch eingebaut ist. Du kommst nicht drum rum, du kannst noch 10 Teppiche drüberlegen. Also lade ich dich jetzt hier ein, eher den Teppich mal hochzukehren oder hochzurollen, drunter zu greifen, was da ist und wirklich dieses fette Ding, was du vielleicht schon seit Jahrzehnten wegschiebst, anschauen zu wollen, das in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, das ist wirklich hässlich, ich mag es nicht und ich habe es immer gehasst und abgelehnt, aber heute ist vielleicht der Tag, wo ich mich erstmal annehme damit, dass in meinem Leben
sowas Hässliches existiert. Und ich werde vor allem fein mit mir, dass ich mir zugestehe, dass sowas in meinem Leben existieren darf, dass ich nicht falsch bin, dass da nichts schiefgelaufen ist, dass ich nichts verpasst habe. Es war einfach bis jetzt nicht dran. Aber wenn du merkst, dass dich da bestimmte Dinge triggern, wäre es auch sinnfrei zu hoffen, dass die in 10 Jahren sich irgendwie von selber geklärt haben oder in 20 Jahren oder wenn du stirbst. Also nutze vielleicht jetzt diesen Moment, um zu sagen, okay, ich versuche jetzt, mir nochmal ganz bewusst zu machen, wo habe ich da gerade meine Hänger, wo habe ich meine blinden Flecken, wo ich gern was unter den Teppich schiebe und wo ich merke, dort werfen mich meine intimen Beziehungen immer wieder drauf zurück. Denn das ist letzten Endes der Bereich, wo du dein größtes Heilungspotenzial hast, wo du wirklich richtig den Turbo zünden kannst, wenn du dieses Entwicklungsdefizit gewuppt bekommst. Und dann sehe ich das als unsere Pflicht, klingt vielleicht zu hart, aber als unsere Verantwortung, jetzt auch für unsere Kinder und Kindeskinder, uns wirklich auf den Hosenboden zu setzen, die Arbeit zu machen und uns sauber durch diese Klassenstufen durchzuentwickeln, auf dass die nächsten Generationen nicht nochmal diese Klassen machen müssen, die wir gerade verbockt haben. Mit dem Nebeneffekt im Schlepptau, dass es für dich selber viel, viel entspannter wird, wenn du in der Lage bist, dich durch diese Klassenstufen durchzuentwickeln. Denn wir leben aktuell in einer exponentiellen Entwicklung. Also du kennst diese typischen Kurvenverläufe, wo das dann so steil zum Ende hochzieht. Und das ist ja gerade das, was wir in unseren gesellschaftlichen, persönlichen Entwicklungen überall erleben, technologisch, wirtschaftlich. Überall geht's gerade durch die Decke und wir können gar nicht so schnell gucken, wie sich das verändert. Und da werden gern so Schreie laut, bringt uns doch die alte Grundordnung wieder zurück. Und am besten, du vergisst diesen Wunsch direkt jetzt. Die alte Grundordnung, das alte stabile System wird nicht wieder und es wird nie wieder kommen. Denn es wäre vergleichbar, wie wenn du den Wunsch hast. Du hast schon die erste, zweite, dritte Klasse geschafft. Und jetzt sollst du in die 4. Klasse kommen und fängst an, dich zu beschweren, dass die Aufgaben zu schwierig sind. Und forderst jetzt, dass du bitte als Schüler wieder zurück in die 3. Klasse versetzt werden möchtest. Und ich glaube, dir ist vollkommen klar mit diesem Klassen, mit diesem Schulbeispiel, wie paradox das ist, wenn wir wieder eine alte Sicherheit zurück wollen. Wie wäre das dagegen, wenn wir es als Chance nehmen, alle Dinge, die uns gerade antriggern, die uns überfordern, wo wir merken, das ist mir gerade zu viel, wenn wir das eher als Sprungbrett nutzen, für dich persönlich, für deine gesamten Beziehungen, die dich umgeben und auch gesellschaftlich, um uns in die nächsthöhere Ebene zu begeben und dabei automatisch noch zu merken, das Leben macht mehr Freude, das wird leichter, das wird entspannter und das hat viel, viel weniger Kampf in sich. Weil gesundes, natürliches Leben ist ohne Kampf. Daran liegt die Chance. Also ich wünsche jetzt viel Spaß mit den einzelnen Stufen und wir steigen direkt mit Beige ein, nämlich der untersten Bewusstseinsebene. Die erste Stufe, die uns da begegnet, ist die braune Ebene und das ist die Archage-Ebene. Also so eine ganz basale, wo es also um Grundsicherheiten geht. Und kannst du dir vielleicht auch vorstellen, da ist nicht viel mit Kommunikation. Also denk an dein Kind, an einen Säugling. Der kann schreien, der kann sich freuen, der kann lachen. Also er pustet einfach seine Energie so aus sich raus. Es kommt völlig ungefiltert, unüberlegt, ohne dass da nach anderen geguckt hat. Also noch eine sehr egozentrische Wahrnehmung, sehr mit dem Blick nach uns und was sehr direkt ist. Also auch wie Tiere häufig leben, die sind also sehr oft in diesem archaischen Ebenen anzutreffen. Und wo uns das in unserem heutigen Alltag noch begegnet, ist vielleicht noch beim Fußballverein, wo wir zusammenstehen und dort wild krölend zusammenstehen, irgendeine Mannschaft dort bejubeln. Oder beim Sex, vielleicht hast du manchmal Phasen, wo du sagst, wow, da weiß ich gar nicht, ob ich das war. Ich habe da Geräusche von mir gegeben und hat so richtig freigedreht. Und das ist auch toll, wenn das so passiert. Und dann kommen Geräusche, Töne, wo wir eigentlich gar nicht merken, wow, bin ich das wirklich? Und ich kann erstmal sagen, ja. Das bist du und das ist auch total okay, wenn das aus dir kommt, weil diese Archage-Ebene so ein Grundprinzip ist, was wir brauchen. Und wenn wir das wieder mit den Schulklassen vergleichen, wäre das so die 1. Klasse, die setzt so bestimmte Grundmechanismen frei, also wie Grundrechenarten, dass du überhaupt die Sprache, die Schrift kennst. Also das brauchst du in deinem Leben und das ist völlig willkommen. Und gern versuchen wir das wegzumachen und
da ist jetzt auch gerade die Einladung für dich, mal so ein Spiel anzusetzen. Wo in deinem Leben begegnen dir noch diese Archaic-Muster und wie nimmst du die auf? Und vor allem, kannst du die selber leben? Und als schöner Marker für dich wäre, wie reagierst du zum Beispiel, wenn da so eine Horde von Fußballfans ankommt und einfach so rumkrölt, diese typische, was man gerne so schmunzelnd sagt, männliche Kommunikation, die so, also das ist typisch Archaisch, da brauchst du nicht viel. Und interessanterweise funktioniert es auch in solchen eingeschworenen Männerklicken dann ziemlich gut, dass es sich nur noch gegenseitig ganz minimal befruchten muss. Und da geht es mit diesen minimalen Grunds- und Wortlauten noch vonstatten. Du merkst schon, es ist also keine besonders tiefe Kommunikation noch möglich, aber es reicht aus, auch von einer Bewusstseinsstufe, um irgendwie eine Connection miteinander zu haben. Und was passiert emotional vor allem in dir, wenn du sowas bemerkst? Ist das also eher eine Phase von, ja, ich kann das gut annehmen, ich kann das sehen und liebevoll wahrnehmen als, auch das braucht es in unserer Welt und auch das habe ich in mir. Das ist also auch ein Teil, den ich in mir erkenne, der da kein Schatten ist, der nicht versteckt ist, sondern den ich hin und wieder lebe. Ich habe zum Beispiel auch beim Sex bin ich mal so ausgelassen, dass ich es einfach so kommen lassen kann, wie es kommt und nicht drauf horche, klingt das jetzt gerade toll oder könnte das mein Partner verunsichern, wenn ich solche Geräusche mache oder was macht das mit den anderen, sondern erlaube ich mir dort selber wirklich ganz frei zu sein. Und spür da wirklich mal in dich rein und versuch das jetzt bitte nicht vom Kopf zu machen, dass du das irgendwie mit Strategie und Cleverness abklären willst und Begründung finden musst. Es braucht gerade überhaupt keine Begründung, ob das gut oder schlecht ist, sondern erstmal nur der Fakt, diese Ebene gibt es und diese Ebene gehört zu uns und diese Ebene gehört zu dir. Und erst wenn du diese Ebene wirklich richtig voll kriegst von deinem inneren Gefühl und das in dir da ist als, ja, es macht mich als Mensch komplett, wenn ich diesem ganz basalen Grunzen und niederen Antrieben Raum gebe. Und ich möchte dir vielleicht so ein kleines Beispiel von mir bringen. Mich hat das früher schnell angetriggert, wenn mir eben so eine Horde von Fußballfans da begegnet ist, dass ich mich drüber gestellt habe, dass ich gesagt habe, das ist irgendwie unter meiner Würde, das ist unter meinem Niveau. Und das ist natürlich eine clevere Lösung unseres Verstandes, uns zu verklickern, hey, du bist was Besseres, du musst dich mit dem nicht beschäftigen. Aber es ist letzten Endes nicht ganz wahr, weil auch in uns selber dieses Ding drin hängt. Und wenn ich mir das immer verbiete, kannst du dir schon vorstellen, kostet das Kraft. Weil wenn da irgendwas in dir ist als natürliches Konstrukt und du musst dafür sorgen, dass es nach außen nicht sichtbar wird, braucht es eine Art Maske, eine Art Hülle, die du dir zulegst. Und diese Maske aufrechterhalten, diesen Umhang, Vorhang, Schleier, wie auch immer du das benennen magst, das kostet Kraft. Es kostet Mühe und vor allem es kostet immer Wachsamkeit, dass wir wahrnehmen, wo, in welchen Momenten könnte ich in so ein archaisches Moment hineinrutschen? Und was könnten die anderen dabei denken, wenn die mich so erleben? Was könnte mein Partner dabei denken, wenn ich mich so frei gehen lasse? Findet er das da noch toll? Findet er mich noch toll? Liebt er mich noch, wenn er sieht, dass es diese Seite in mir gibt? Und das ist ein unheimlich heilsames Potenzial, wenn wir erstmal ins Annehmen gehen können, dass es dieses Element in uns gibt und wirklich wieder so integrieren, dass du es nicht mehr verstecken musst. Und das Resultat, was sich daraus ergibt, ist, dass ich in deinem Leben was entspannen kann, weil du auf einmal nicht mehr darauf achten musst, dass du immer diesen Vorhang, diese Kutte, diesen Umhang dicht hältst, sondern es ist völlig okay, wenn da so ein Stück sich zeigt und auch sich so ein Stück im Alltag anbahnt. Du merkst, andere kriegen das mit, dass sowas in dir wohnt, dass du das richtig satt als deinen Teil akzeptiert hast. Das war eine Folge aus dem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um zukünftig alle wichtigen Beiträge für deine Gesundheit zu erhalten. Danke, es ist schön, dass du dabei bist.